Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Creativerse. Wir bauen das Empire State Building und was wir jetzt schon feststellen können ist, das wird riesig. So, im letzten Video haben wir hier den einen Seitenflügel bis auf den 14. Stock hochgezogen. Da gucken wir jetzt auch gleich mal hoch, wenn wir hochkommen. Und das ist aktuell noch ein Problem, da wir keinen Aufgang haben. Aber das ändert sich in diesem Moment. So. Leitern haben wir genug. Da kommen wir erstmal hoch. So, gleich haben wir es geschafft. Können wir den Ausblick genießen. So. Da sind wir. Und wir haben ja auch schon den Boden verlegt, aber das werden wir noch mal anders machen. Und zwar tauschen wir das aus gegen diese flachen grauen Platten. Das sieht nämlich am Ende viel geiler aus, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir haben eine leichte Kante außen. So, das machen wir jetzt hier mal schnell. Und dann gehen wir auch schon auf die andere Seite rüber und ziehen da auch das Ding hoch. Aber damit hier keiner runterplumpst, machen wir das hier natürlich. So. Ja, wir hätten mal eigentlich mal rein aus Interesse mitzählen sollen, wie viele Steine wir eigentlich schon verbaut haben. Ich habe es leider nicht gemacht. Könnte sich natürlich jetzt die Mühe machen und die bisherigen Videos nochmal durchgehen. Es ist ja alles dokumentiert. Aber ganz so verrückt bin ich dann doch noch nicht. Vielleicht kommt es ja noch. So. Ist auch wieder ein bisschen Arbeit. Und wieso haben wir jetzt plötzlich Holz? Was ist hier schiefgelaufen? Da sind wir aber kurz verrutscht. So. Heute hier übrigens wirklich der erste Schneefall. Wie sieht es bei euch aus, wettertechnisch? Jetzt habe ich die Lampe ausgemacht, das wollten wir auch nicht. Weihnachten rückt näher. Vielleicht schenkt ihr euch einfach die Pro-Version von Creativerse auf Steam. Oder noch besser, ihr gönnt euch einen schönen New York Urlaub und guckt euch das Empire State Building mal persönlich an. So. So, wie hört sich meine Stimme eigentlich an? Ich war die letzten Tage ein bisschen erkältet. Jetzt geht es eigentlich so ungefähr wieder. So, ich glaube, die letzte Reihe müssen wir dann auch noch. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wobei, theoretisch müssten wir hier dann ja schon die nächsten Wände hochziehen dann. Deswegen lassen wir da die Steine mal. Und gehen mal auf die andere Seite rüber. Ich hoffe, ich plumps jetzt hier nicht runter. Beziehungsweise wenn, dann plumps ich hoffentlich. Bin ich jetzt auf der Leiter? Alles klar, so ist natürlich am besten. So. Dann gehen wir mal hier rüber.
und machen das Gleiche. Das war nichts. Mal auf dieser Seite. So, mal gucken, wie oft wir heute katapultiert werden. Ich hoffe natürlich nicht so oft. Das ist immer ein ziemlicher Schreckmoment. Das soll man eigentlich fast nicht glauben. Ist ja nur ein Spiel. Aber ich merke das tatsächlich im Magen, im Bauch, wenn das hier so hoch geht. Also das ist komisch. Wäre eigentlich, also jetzt wo ich gerade so drüber nachdenke, Creativeverse eigentlich ja prädestiniert für so eine schöne VR-Brille. Ich glaube, da würde ich wirklich austicken. Das könnte ich dann vermutlich nicht mehr spielen, aber für alle, die schwindelfrei sind und keine Höhenangst haben, wäre das natürlich eine monstermäßige Erfahrung. Das hier mit VR-Brille. Also ich muss dazu sagen, ich habe überhaupt keine Erfahrung mit diesen Virtual Reality Brillen. Selbst noch nie ausprobiert. Ich überlege auch gerade, ob das theoretisch, ob man sich, wenn man so ein Ding hat, kann man damit auch YouTube-Videos gucken. Das heißt, könnte man jetzt dieses Video hier mit VR-Brille gucken und hat dann das Gefühl, man stolziert wirklich hier auf, ich weiß nicht, 100 Metern Höhe auf so einem schmalen Sims. Oder funktioniert das nicht? Falls es einer weiß, schreibt mir das doch bitte mal, gebt mir Bescheid. Das würde mich jetzt tatsächlich brennend interessieren. Ja, aber wie gesagt, ich habe null Erfahrung mit VR-Brillen. Hatte jetzt auch keine auf dem Wunschzettel für Weihnachten. Da ist auch, oh, dieses Jahr kein Platz mehr. Denn dieses Mal soll es ein Saugroboter werden. Das ist dann genug Technik-Schnickschnack für ein Weihnachtsfest. So. Das geht doch relativ zügig. Sagte er und schon ging's schief. Fast runtergefallen. So, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mitgezählt. Müssen wir gleich nochmal Inventur machen, aber ich glaube 7 Stück waren es noch nicht. Also zu weit sind wir auf jeden Fall noch nicht. Und wir haben immer noch den Anhaltspunkt. Andere Seite muss eigentlich gleich hoch werden. Kann nur passieren, dass uns gleich die Steine ausgehen. Huhuhuhu. Und schon wieder flaues Gefühl im Magen, nur weil ich gerade mal hier fast über die Kante gegangen bin. Also ich kann es nur wiederholen. Wenn das mit VR-Brille geht, dann wäre das, glaube ich, zumindest für mich, eine ziemlich krasse Erfahrung. Jetzt geht aber hier alles schief. So. Gut, also hier mit den
Stone Block Walls, da werden wir auf jeden Fall jetzt gleich keine mehr haben. Ich hoffe, wir können, ja, ja, überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Da haben wir gut vorgesorgt. So, mal ganz kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Wir machen jetzt die Nummer 6. Okay. Jetzt die Nummer 6. Danach noch die 7 und dann haben wir das auch schon wieder. Bitte nicht abstürzen. Also hier am Anfang. So. Wunderbar. So, an dieser Stelle, weil es gerade so entspannend ist, ein kurzer, schneller Gruß an meinen Freund JK, nicht Rowling, der, nachdem er mal so in einige der Creativers Videos reingeguckt hat, festgestellt hat, dass ihm das wohl dieses Spiel an und für sich wohl viel zu langweilig wäre. Ich finde es gerade sehr entspannend. So, 1, 2, 3, 4, 5, na bitte nicht holpern, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wir müssen es haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es sieht zwar gerade aus, als wenn wir hier eins niedriger, aber ich glaube, das ist eine optische Täuschung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, das passt. Und wir haben es natürlich, wie beim letzten Mal auch schon, auch jetzt wieder falsch gemacht. Denn hier oben kommt dann natürlich der Abschluss, die Kante. Und die ist auch im Bedrock. So. Schöne Aussicht haben wir hier wieder. Aber so ein bisschen mehr Weitblick wäre eigentlich ganz schick jetzt auch noch, gell? So, wir können auch gleich mal nochmal einen Blick auf die Karte werfen von oben. Ah, jetzt mittlerweile sieht man ja auch unseren einen linken Seitenflügel. Also es nimmt auch auf der Karte schon Gestalt an. So. Machen wir das mal so. Erstmal so ein bisschen. So. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, deswegen lassen wir es erstmal weg. Die letzte Reihe, ich glaube, die haben wir vorhin gesagt, machen wir Bedrock. Ich bin mir auch fast sicher, dass es die richtige Entscheidung ist, deswegen ich mache einfach mal wegmachen können wir es immer noch. Das ist das Schöne hier. Im Gegensatz zur Real-Life-Baustelle lässt sich hier so ein Fehler doch relativ einfach wieder ausbügeln. So, ich habe ein schlechtes Gefühl, dass wir hier gleich noch einen Abflug machen nach unten. Ich hoffe einfach mal, ich täusche mich. Aber es ist gerade so ein bisschen ruckelig.
schon haben wir diese Seite hier auch. Jetzt machen wir hier das mal noch. Und dann brauchen wir auch hier natürlich wieder einen Aufgang bzw. einen Abgang. Leitern haben wir noch 142. Lämpchen können wir auch mal kurz noch hier oben hinbauen. So, na, machen wir so. Gut, eben von oben die. Ah, das wird ein harter Sturz. Augen zu. Oh. Genau. Von oben die Leitern, wollte ich sagen, lassen sich nicht bauen. Deswegen müssten wir springen und jetzt wieder hoch. Wenn das mal richtig ist, was wir hier tun. So. Dann müssen wir hier. Oh. So kann man sich auch hier Katapult bauen. Da fehlen noch welche. So. Das machen wir jetzt natürlich auch bis zum Boden durch, ist doch ganz klar. Nee, nur das weg. Was stand hier gerade? World Data not available. Was heißt das? Da oben haben wir noch einen vergessen. So, dann gehen wir mal kurz hier hoch. Mit Turbo. Da ist er. Und wieder runter. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, das schauen wir uns noch mal auf der Karte an. Links und rechts. Schön geworden. Kann sich sehen lassen, würde ich sagen. So. Tja, da würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zugucken und ich hoffe, wir sehen uns auch nächstes Mal wieder. Hinterlasst mir einen Kommentar und einen Daumen nach oben und don't forget to subscribe. Danke. Ciao.